Moin und herzlich willkommen zur 123. Videoausgabe des Blogs von Wolke P. Heute ist Montag, der 19. September 2011 und Gold, Sie werden lachen, macht ein höheres Hoch und ein höheres Tief und gleichzeitig macht es ein ganz schön tiefes Tief, tiefer als man hätte erwarten können. Was ist passiert? Warum sind wir hier so weit runtergekommen? War das im Chart abzulesen im Laufe des Tages? Einmal aus edukativer Sicht zeige ich es Ihnen. Wir waren im Stundenchart in einer bullischen Flaggenformation und nachdem diese untere Trendlinie gebrochen ist, schauen Sie sich das an, es gibt kein Halten mehr, es gibt Folgekerzen und ich sage es Ihnen immer wieder, bullische Formationen können bärisch aufgelöst werden, wie auch bärische Formationen bullisch aufgelöst werden können, warten Sie auf eine Bestätigung und dann können Sie erst eine Formation traden. Dass es per se bullisch ist, bedeutet nicht, dass es bullisch aufgelöst werden muss. Bitte merken. Schauen wir zurück auf den Tageschart. Ich hatte Ihnen beim letzten Video gesagt, wir sind hier auf der falschen Seite des Zauns und wir sind nach wie vor auf der falschen Seite des Zauns, denn wir haben eine gebrochene Trendlinie. Wir sind unterhalb der 20-Tage-Linie, aber oberhalb der 50-Tage-Linie. Wir sind überverkauft mittlerweile. Ich schaue einmal. Jawohl, der Wert liegt bei 14, obgleich die K-Linie noch nicht im überverkauften Bereich ist und deswegen haben wir keine bärische Formation mit umeinander geschlungene K- und D-Linie unterhalb der 20er, wie wir das hier bullisch hatten, sondern wir sind noch nur überverkauft. Und Sie möchten bitte daran denken, dass wir zum einen hier die Nackenlinie haben bei 17,50. Wir haben im Bereich der Marke zwischen 17,50 und 17,20 in etwa ganz wichtige Wochen-Schlusskursmarken. Gehen Sie zurück, schauen Sie sich das Video an. Da verlaufen zwei ehemals trendbegrenzende Linien, die potenziell unterstützend sind, obgleich ich Ihnen nicht sage, dass Sie bei diesen Marken kaufen sollen. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass relativ viel Unterstützung hier in diesem Bereich auf Gold wartet. Nun war es so, als wir hier auf dem Weg nach oben gewesen sind, bei 1900 waren sich die Analysten alle sicher, wir gehen in Richtung 2000 und jetzt, wo wir hier gerade auf dem Weg runterkommen, reden ganz viele von der Marke von 1500 und ich weiß nicht, was noch für niedrigeres. Aber das, was Sie hier sehen, ist nach wie vor eine gesunde Konsolidierung in meinem Dafürhalten auf einem sehr, sehr hohen Niveau nach einer massiven Bewegung nach oben. Wenn man hier ein Fibonacci Retracement einzeichnet und vom tiefsten Tief bis zum höchsten Hoch dieser Bewegung geht, schauen Sie sich das an. Das hier ist das 38,2% Retracement, das ist das 50% Retracement, das haben wir noch nicht mal berührt. Das bedeutet, selbst wenn wir auf 16,47,10 fallen sollten, sind wir immer noch im gesamten Überblick bullish, da wir noch nicht das 61,8% Retracement nach unten verlassen haben. Insofern ist dieser Markt, obgleich er hier Zeichen der Schwäche zeigt, nach wie vor im größeren Zeitfenster absolut bullisch und es gibt keinen Grund hier von Marken von 1500 oder ich weiß nicht was zu sprechen. Und dennoch, und auch wenn es Ihnen langweilig erscheint, existiert aktuell keine valide Formation, die Sie als Swing Trader long oder short traden können, sondern es ist nach wie vor angesagt, die Hände in der Tasche zu lassen, bis eine wirklich klare Formation entsteht. Genauso wie Kaufen zum Traden gehört, genauso wie Stop-Loss-Setzen zum Traden gehört, genauso wie Verkaufen zum Traden gehört, genauso gehört es zum Traden, einen Markt zu beobachten und ihn nicht zu traden. Bitte beachten Sie das. Sollten wir die Tiefs von Donnerstag und Freitag nicht halten können, da muss man kein Prophet sein, dann geht es natürlich noch eine Etage runter, nämlich im Bereich der Nackenlinie dieses Doppeltops. Und da wartet ebenfalls sehr, sehr, sehr viel Unterstützung auf diesen Markt. Es gibt keine neuen horizontalen Marken, die ich nennen kann und deswegen lasse ich es dabei bewenden. Ansonsten gehen Sie gerne zum Wochenendvideo und schauen sich dort die Marken an. Schauen wir auf Silber und Silber, ui, am Ende des Tages doch nochmal eine ordentliche Bewegung nach oben von Silber, nachdem wir hier ein tieferes Hoch und ein tieferes Tief gemacht haben, aber offensichtlich halten wir hier diese horizontale Marke, die wir gleich miteinander besprechen werden. Einmal ein kleiner Blick
auf den 3-Stunden-Chart. Wir waren ja hier in einem bullischen Keil im 3-Stunden-Chart gewesen, hatten den Ausbruch, gehen nach oben, kommen runter und brechen sogar diese obere Trendlinie, deswegen habe ich sie gelöscht, aber diese trendbegrenzende Linie, diese trendbegrenzte Linie, was das Absteigen angeht, die war dann doch trendunterstützend und danach gibt es eine Bewegung nach oben, immerhin von fast einem Dollar in etwa 4 Stunden. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass wir aktuell zumindest unterhalb der 20-Tage-Linie, unterhalb der 50-Tage-Linie sind, die heute bei 40,40 Dollar verlaufen ist. Das ist, was den Tageschart angeht, bärisch. Gleichzeitig ist der Markt jetzt überverkauft. Die K-Linie ist unterhalb der 20er-Marke gefallen, die ist bei 19 und das Momentum zeigt heute nach unten. Aber auch bei Silber, das möchte ich Ihnen einmal zeigen, was diese SKS-Linie angeht oder Formation angeht, hatte ich Ihnen gesagt, wenn das hier ungefähr die Nackenlinie sein sollte, die auch hier diese Trendlinie ist, dann haben wir ein Kursziel, was sich in diesem Bereich bewegt, nämlich dieser aufsteigenden Trendlinie seit dem Januar des letzten Jahres. Das heißt, auch bei Silber haben wir nach wie vor Platz nach unten, aber wir sind nicht mehr allzu weit entfernt hier im Bereich der 37, 50, 80, 38 US-Dollar. Und Sie erinnern sich an diese beiden horizontalen Trendlinien im Wochenchart, die ebenfalls ganz wichtige Unterstützungsmarken sind. Nach wie vor. Auch bei Silber sehe ich hier für einen Swing Trader keine valide Formation. Wir sind nach wie vor auf dem Weg nach unten und eine bullische Kerze allein macht aus einem Chart, was gerade konsolidiert, keinen bärischen Kurs, obgleich ich Ihnen sage, dass durch diese Bewegung nach oben, die wir jetzt massiv bekommen und dadurch, dass auf dem Weg nach unten wenig Volumen auf dem Weg gewesen ist, ist es fraglich mit diesem überverkauften Markt, ob die Bären morgen die Kraft haben werden, diese Bewegung nach unten fortzusetzen. Dennoch, der Markt ist und bleibt neutral und wichtig ist, dass man die Geduld hat und aus einem neutralen Markt nicht einen bullischen Markt macht und aus einem neutralen Markt auch keinen bärischen Markt macht. Ganz kurzfristig gedacht. Wenn wir einen Tagesschlusskurs oberhalb der Marke von 40, 80 bekommen sollten, dann sollten wir auch die Kraft haben, an die 20-Tage-Linie zu gehen. Und wenn wir einen Schlusskurs unterhalb der Marke von 39, 68 bekommen sollten, dann werden wir mit Sicherheit die Region von 39, 12 testen. Und dann ist es auch wahrscheinlich, dass wir in Richtung 38,16 Dollar laufen werden. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Morgen gibt es wieder ein Update. Ich freue mich, wenn Sie den Daumen nach oben klicken oder auf der Blogseite eine Bewertung abgeben. Das ist unten unterhalb des Videos. Da können Sie, wenn Sie einen Google-Account haben, dort dieses Video mit einem Plus bewerten. Vielen Dank, Wolke P., bleiben Sie gesund.